Als Meister. Machen wir uns bewusst, alles Bisherige ist nur Vorbereitung auf das eigentliche Leben. Alles, was Sie bisher getan haben, werden Sie eines Tages als nicht zu Ihrem Leben gehörig betrachten, sondern als Vorbereitung erkennen. Das eigentliche Leben könnte nach diesem Seminar beginnen. Alles, was Sie dazu brauchen, wissen Sie. Und wenn Sie wirklich Ihre Chance genutzt haben bisher, dann gehen Sie ab jetzt unbeeindruckt durchs Leben. Dann bin ich nicht mehr gut oder schlecht, sondern echt, ehrlich, authentisch. Und ich bin in jedem Augenblick einverstanden mit mir, so wie ich bin. Und ich nehme die Freude als Weg, und wann immer ich mich einen Augenblick nicht freue, erkenne ich, dass ich gerade etwas falsch mache. Und dann kann ich das sofort korrigieren. Probieren wir mal aus, ob Sie das können, indem Sie es wieder vollziehen. Gehen Sie einmal ganz bewusst in die Freude, sich als grenzenloses Potenzial erkannt zu haben, vor dem jetzt alle Möglichkeiten liegen, alles ist möglich und Sie brauchen nur noch zu wählen. Es ist ein Schritt durch eine Transformation. Und diese Transformation kann einen Augenblick dauern, oder eine Inkarnation, oder noch länger. Es ist wie die Verwandlung einer Raupe zum Schmetterling. Sobald die Raupe spürt, dass etwas Neues werden will, verpuppt sie sich, zieht sich zurück in einen Kokon und jetzt in der Stille, unsichtbar vom Außen, geschieht die Transformation. Aus der Raupe wird ein Schmetterling. Aber sobald der Schmetterling geboren ist, kann die Raupe nicht mehr Raupe sein. Die Raupe gibt es nicht mehr. Sie ist jetzt ein Schmetterling. Aber sie ist ein Schmetterling, der keine Ahnung hat vom Fliegen. Davor war sie Raupe und sie hat immer davon geträumt, einmal zu fliegen. Aber sie hat Angst, herunterzufallen. Sie denkt noch als Raupe. Sie versucht vielleicht durch die Luft zu kriechen, wie bisher auf der Erde, aber die bisherige Erfahrung hilft jetzt nicht mehr. Sie muss fliegen. Aber eine Raupe kann nicht fliegen. Erst wenn sie sich bewusst als Schmetterling erkennt, sich mit sich selbst identifiziert, ist es ganz einfach. Sie erhebt sich in die Lüfte und fliegt. Der Schmetterling ist noch nie geflogen. Aber jetzt kann er es. Er kann sich über sein bisheriges Dasein erheben und das Fliegen genießen. Eine Raupe, die kein Schmetterling wird, stirbt, bevor sie wirklich gelebt hat. Und das ist jetzt die Entscheidung. Bin ich bereit für diese Transformation? Bin ich bereit für ein neues Leben? Ich kann nicht zurück. Es ist wie ein Kind im Mutterleib, das 9 Monate lang da drin war, jetzt ist die Zeit gekommen, geboren zu werden. Aber vielleicht hat es Angst
vor dem Unbekannten draußen, vor der Selbstständigkeit. Es muss essen, bisher wurde es versorgt einfach, es muss einen Beruf ausüben. Es ist eine ganz neue Welt mit neuen Risiken, neuen Möglichkeiten. Sie fangen ganz von vorne noch einmal an. Sie waren sich seit Ewigkeiten nicht mehr bewusst als Gott. Und jetzt fangen sie an zu leben, als Gott oder wenn ihnen das zu groß erscheint als Meister oder wenn ihnen das auch nicht gefällt als Bewusstsein, aber es meint alles das Gleiche, als reine Existenz. Also sagen Sie doch einmal, was geschieht jetzt, wenn Sie hier nach Hause gehen? Was ist anders? Sie steigen ins gleiche Auto, Sie fahren in die gleiche Wohnung, Sie haben den gleichen Partner. Nur Sie sind nicht mehr der gleiche. Und Sie machen die ganz vertrauten Dinge. Aber Sie könnten beginnen, sie auf eine ganz neue Art zu tun. Zum Beispiel nie wieder zu vergessen, dass das, was wir Leben nennen, ein Spiel ist. Also fangen Sie an zu spielen. Hören Sie auf zu arbeiten und zu müssen. Und fangen Sie an zu sein. Hören Sie auf zu suchen oder vorwärts kommen zu wollen. Noch nie hat mir einer sagen können, wo das eigentlich ist. Was muss passieren, damit Sie sagen können, Sie sind vorwärts gekommen? Das ist eine Illusion. Es gibt kein Vorwärts. Genauso wenig, wie Sie zurückfallen können. Sie sind. Und Sie sind der Mittelpunkt des Universums. Also fangen Sie jetzt an, bewusst zu spielen. Und alte Tugenden können jetzt zum Hindernis werden. Wenn Sie zum Beispiel die Tugend der Disziplin beherrschen, dann war das für ein Ich ein großer Vorteil. Als Sie selbst können Sie das nicht brauchen. Man kann nämlich nicht diszipliniert spielen. Man kann auch nicht spielen müssen. Wenn ich spielen muss, ist es kein Spiel mehr. Also alle Dinge, die vielleicht bisher im Leben eine Rolle gespielt haben, ändern sich jetzt. Vollziehen Sie einmal in sich, dass Sie das, was Sie bisher getan haben, vielleicht noch eine Weile fortsetzen, vielleicht sogar länger, aber ab jetzt als Spiel, bei dem es auf nichts ankommt. Vor allen Dingen kommt es nicht darauf an, Sieger zu sein. Denn wenn ich Sieger sein will, schaffe ich Verlierer. Selbst wenn ich siege, werden durch meinen Sieg andere zu Verlierern. Wann immer Sie zum Beispiel in diesem Bewusstsein für eine Aufgabe eine Lösung suchen, bei der nicht alle gewinnen, ist es keine Lösung. Bisher für ein Ich ist es eine Lösung, wenn es ein Vorteil war für Sie. Dann waren Sie zufrieden und hatten eine Lösung. Als Sie selbst muss Ihre Lösung für alle Beteiligten von Vorteil sein. Sonst ist es keine. Sonst ist es eine Scheinlösung. Indem ich alles Unwirkliche loslasse. Und jetzt kommt vielleicht die Schwierigkeit. Auch das Leben als Meister. Denn auch Meister sein ist eine Projektion. Prüfen Sie einmal, ob Sie bereit sind, ohne Vorstellung zu leben, sondern einfach nur zu leben. Und aus dem Augenblick heraus zu erkennen, was jetzt stimmt. Und den Mut zu haben, genau das zu tun.
Auch die großen philosophischen Fragen, wie zum Beispiel, wer bin ich, sind plötzlich unsinnig geworden. Ich bin nicht mehr wer. Ich bin auch nicht was. Ich bin auch nicht irgendwie. Ich bin. Und als Existenz weiß ich, dass alles, was möglich ist, und alles ist möglich, dass alles schon vorhanden ist. Die Schöpfung ist vollkommen und abgeschlossen. Ich brauche also Dinge nur in Erscheinung rufen. Als Existenz erkenne ich, ich erschaffe es gar nicht. Es ist schon da. Ich rufe es nur in Erscheinung. Ich manifestiere es in meinem Leben. Und selbst Erleuchtung ist kein Ziel mehr. Es ist ein Anfang. Denn was passiert, wenn Sie erleuchtet sind? Milarepa hat eine schöne Geschichte überliefert. Er war auf der Suche viele Jahre nach Erleuchtung. Und eines Tages sah er einen alten Mann mit einem Reisigbündel auf sich zukommen und er wusste, dass der erleuchtet ist, dass er das Geheimnis der Erleuchtung kennt. Und er ging auf ihn zu und sagte, ich weiß, dass du das Geheimnis der Erleuchtung erkennst. Verrätst du mir, was geschieht, wenn man erleuchtet ist? Und der Mann lächelte milde und setzte sein riesiges Holzbündel ab. Ach so, sagt Milarepa, jetzt verstehe ich, das geschieht also, wenn man Erleuchtung erfährt, man lässt alles los. Wunderbar, danke für diese Antwort. Noch eine letzte Frage. Und was geschieht nach der Erleuchtung? Und dann nahm der Mann sein Reisig wieder auf die Schulter und ging seines Weges. Das heißt, das Einzige, was nach ihrer Erleuchtung geschieht, ist, dass nichts geschieht, doch etwas geschieht, finde ich. Sie sind der Führer. Nein. Es geschieht eins. Bis dahin waren Sie mehr oder weniger mit sich beschäftigt. Sie haben sich um Ihre Gesundheit gekümmert, um Ihr Glück, um Ihren Erfolg. Sie wollten anderen Gutes tun, Sie wollten etwas tun, das Ihnen Freude macht. Sie haben großzügig einem Bettler ein Geschenk gegeben, weil Sie sich dann besser fühlen. In dem Augenblick der Erleuchtung sind Sie mit sich fertig. Sie haben sich als Aufgabe gelöst, Sie können den Blick heben, frei von sich. Ihr Leben fließt jetzt ganz von selbst, darum brauchen Sie sich nicht mehr kümmern. Jetzt sind Sie bereit, für die Welt da zu sein. Und das 24 Stunden am Tag. Und es macht Ihnen Freude. Ich finde, das ist eine Veränderung. Das geschieht auf jeden Fall. Ein anderer hat gesagt, ein Erleuchteter ist einer, der nach unzähligen Inkarnationen durch die Wüste gewandert ist und auf einmal an eine hohe Mauer kommt. Diese Mauer erklettert und sieht, auf der anderen Seite ist das Paradies. Und anstatt drüben runter zu klettern, geht er zurück, um die anderen zu holen. Denn wenn Sie erleuchtet sind, wenn Sie das erkannt haben, dann bringt Ihnen Ihre Erleuchtung gar nichts. Das Spiel des Lebens ist erst beendet, wenn der Letzte angekommen ist. Nicht, wenn Sie am Ziel sind. Und da der Letzte ja ein lebendiger Teil von Ihnen ist, müssen Sie dafür sorgen, dass es jeder schafft. Und das ist Erleuchtung. Dann nehmen Sie Ihr Bündel wieder auf und machen sich auf den Weg. Aber Sie haben nie mehr Angst. Sie brauchen sich nie mehr um sich kümmern. Sie brauchen auch nie mehr krank werden, es sei denn, Sie verordnen es sich als eine Erfahrung. Krankheit kann ein sehr wichtiger Schritt sein. Nicht nur
eine Botschaft, dass sie etwas vergessen haben. Das Ziel ist es also, vom Etwas zum Nichts zu werden und alles Etwas loszulassen. Sie schauen nicht sehr glücklich dabei. Ich dachte, das Ego ganz aufgeben, also das muss ich ja auch gar nicht, das brauche ich jetzt. Da war ich jetzt, das passte mir nicht so ganz. Nein, Sie brauchen Ihr Ego nicht ganz aufgeben. Es genügt, dass Sie aufhören, sich damit zu identifizieren. Es ist ein Aspekt von Ihnen. Sie können es sogar erkennen als Teil Ihres Selbstes, als Ausdruck Ihres Selbstes. Sie brauchen es nicht aufgeben. Sie sollten nur aufhören zu meinen, Sie seien das. Wenn das geschehen ist, dann können Sie Ihr Ego beruhigen. Sie können ihm sagen, ich schätze dich, du bist mir ein Freund und Lehrer. Ich will dich weder aufgeben, noch auflösen, noch bekämpfen, noch unterdrücken. Du bist ein Teil meines Selbstes, ein Ausdruck von mir. Zur Erleuchtung gehört also nur, dass Sie sich damit nicht mehr identifizieren. Und wenn Sie wieder einmal ein Problem haben sollten, vor einer Schwierigkeit stehen, schauen Sie hin. Es ist keine da. Es hat noch nie ein Problem gegeben. Es gibt nur eine problematische Einstellung zum Leben, aber es gibt keine Probleme. Es gibt Situationen, die können Ihrem Ego angenehm oder unangenehm sein, aber da ist kein Problem. Und wenn Sie meinen, doch, schauen wir mal hin, sagen Sie mir doch mal ein Problem. Zu mir in die Praxis kommen immer wieder mal Menschen, die sagen, Herr Tepper, wenn ich habe ein Problem. Und ich sage, oh, interessant, habe lang keins mehr gesehen. Zeigen Sie mir mal eins. Ich sagte, da kann ich Ihnen ein ganzes Dutzend sagen. Ich sage, sagen Sie mir Ihr Größtes, das genügt. Und dann sagt er mir sein Größtes. Und egal, was er sagt, das ist immer was anderes, was er sagt. Aber meine Antwort ist immer gleich. Wo ist das Problem? Was Sie schildern, ist eine Situation, eine Aufgabe, eine Chance. Aber wo ist da das Problem? Und damit das nicht schöne Worte bleiben, bitte sagen Sie mir doch mal ein Problem. Schauen wir mal eins miteinander an. Also, Sie kennen sicher irgendeinen, der noch Probleme hat und sein schwerstes, denkbarstes Problem, sagen Sie mir mal. Also, ja. Also, na, kein Problem, ist nur eine Situation. Also, mir ist was zugefallen, das ich mir eigentlich schon lange gewünscht habe. Also, jetzt auf geschäftlicher Basis. Und das werde ich auch machen, das ist in 7 Wochen, wo ich eben umziehe. Und ja, das ist mir eigentlich wirklich so in den Schoß gefallen. Ich gesagt habe, das ist es, das gefällt mir. Und jetzt ist aber die Sache, dass ich da, wo ich jetzt bin, innerhalb 7 Wochen einen Nachmieter brauche, weil ich dort noch einen Mietvertrag habe. Aber trotzdem habe ich für das andere zugesagt mit diesem Restrisiko, weil ich gewusst habe, das ist meins, das mache ich in jedem Fall. Aber jetzt ist es doch so, dass die Zeit halt, es waren schon ein paar Interessenten da, ich habe auch schon, wie Sie sagen, es nutzt nichts, macht Inserate. Ich habe mehrere Inserate in der Zeitung aufgegeben, worauf keiner anlief, also für ein Ladengeschäft. Und habe es dann auch probiert mit in der Nachbarschaft und so und ab und zu, oder habe es an die Fenster geklebt, dass ich Nachmieter suche. Und ab und zu schneidet schon mal auch einer rein, aber es ist also definitiv noch niemand da. Okay. Und in 7 Wochen ist es eben soweit. Also, ansonsten würde ich doppelte Miete bezahlen. Mhm. Also das ist eine Situation, die sollte man lösen. In 7 Wochen ist das, also haben Sie ja noch 6 Wochen Zeit. Haben Sie erst nochmal 6 Wochen frei, können Sie alles noch in der 7. Woche machen. Ja schon, aber ich meine, ich habe jetzt aufgehört, das in die Zeitung zu tun. Das ist egal, was Sie, hören Sie auf zu tun. Fangen Sie mal an, als Meister damit umzugehen mit der Situation. Ja, das versuche ich jetzt. Nein, das genau kann man eben nicht tun. Meister kann man nur sein. Und jetzt spüren Sie einmal hin, wie löst sich diese Situation in Wohlgefallen auf. Sie gehen vom Ziel aus. Sie haben einen gefunden, dem gefällt der Laden, der Preis, der Zeitpunkt. Sie sind sich mit ihm einig. Sie sind am Ziel. Und Sie schauen zurück, wie habe ich den gefunden? Kam der aus der Nachbarschaft? Kam der aufgrund eines Zettels in meinem Schaufenster?
habe ich doch noch mal ein Inserat gemacht, habe ich jemanden angeschrieben. Wie habe ich den gefunden? Also spüren Sie mal die Energie. Wie haben Sie Ihren Nachmieter gefunden? Ja, ich denke, dass einfach immer zur Tür kommt, ohne dass ich inseriere. Oder, also das ist mir auch zufällig. Sie müssen nur dem Schicksal die Hand reichen. Lassen Sie ein Schild im Fenster. Und denken Sie nicht, dass einer zur Tür reinkommt, wissen Sie es. Gehen Sie in die Gewissheit. Und wenn Sie sagen, wenn der in der letzten Woche kommt, das kostet mich Nerven, der könnte ruhig in der nächsten Woche kommen. Ja? Also gehen Sie in die Gewissheit, dass in der nächsten Woche der Richtige zur Tür reinkommt, der diesen Laden braucht. Ich habe nämlich früher den Fehler gemacht und habe verursacht, dass ich alles immer rechtzeitig finde und bekomme. Und rechtzeitig war dann meistens im letzten Augenblick. Und das hat mich Nerven gekostet. Und dann habe ich dem Schicksal gesagt, Moment, so muss es ja nicht sein. Rechtzeitig sollte ein bisschen früher sein. Ja? Dass ich auch noch Zeit hätte, es zu tun, wenn es nicht von selber käme. Heute weiß ich, dass ich mich darauf verlassen kann. Aber probieren Sie einmal, ob Sie diese Gewissheit in sich schaffen können, dass nächste Woche das geschieht, dass Sie nächstes Wochenende den Vertrag abgeschlossen haben. Die Gewissheit ist noch ein bisschen dünn. Also erzeugen Sie einmal die Gewissheit in sich. Stellen Sie es sich einfach vor und dann erleben Sie sich in der Situation. Wie Sie mit dem zum Kaffeetrinken zusammensitzen, Vertrag ist schon unterschrieben und er erzählt Ihnen, was er da mit dem Laden macht und will wissen, was Sie denn jetzt vorhaben, dass Sie so einen schönen Laden aufgeben. Erleben Sie einmal verschiedene Aspekte und lassen Sie den erwünschten Endzustand so Gestalt annehmen und tragen Sie ihn in Ihren individuellen Kalender ein. Das habe ich schon. Haben Sie schon, wunderbar. Okay, dann ist alles geschehen. Das Allerbeste zu nehmen. Aber es geht im Leben nicht nur darum zu lernen, wie ich bekomme, was immer ich will. Es geht auch darum und vor allem, das Richtige zu wollen. Das, was mir wirklich Erfüllung bietet. Und für mich zum Beispiel bietet es Erfüllung, mich wieder als Ebenbild Gottes zu erkennen und so zu leben. Probieren Sie es doch einfach mal aus, es kostet doch nichts. Leben Sie doch heute mal als Gott. Götteln Sie so still vor sich hin bis zum Abend, gehen Sie als Gott essen, als Gott zur Toilette, sprechen Sie als Gott zu Gott und probieren Sie mal, ob Ihnen das nicht gefällt, ob Sie darin nicht Erfüllung finden. Und wenn es Ihnen dann heute Abend gefallen hat, dann bleiben Sie dabei. Und leben Sie als Gott. Und seien Sie einfach nicht mit weniger zufrieden. Und noch etwas gehört zum Leben, auch zum Leben als Gott. Erfolg. Viele Menschen meinen, wenn sie auf dem geistigen Weg sind, müssten sie Erfolg hinter sich lassen. Das ist ein Fehler. Denn noch nie hat jemand irgendetwas getan in der Absicht, keinen Erfolg zu haben. Egal, was sie tun es, weil sie erfolgreich sein wollen. Selbst wenn sie zur Toilette gehen, erwarten sie, dass sie Erfolg haben. Gut, dort ist der Erfolg vorprogrammiert. Wenn es heute nicht klappt, haben sie morgen doppelt so viel Erfolg. Und genauso sollten sie es vom Leben erwarten. Erwarten Sie einfach immer Erfolg. Machen Sie sich bewusst, erfolgreich sein kann man lernen wie eine Fremdsprache. Erfolg ist ein Produkt, das man herstellen kann, wie jedes andere Produkt. Und jeder hat in jedem Fall immer 100% Erfolg. Sie waren nämlich noch nie erfolglos. Das ist nicht möglich.
Denn immer erfolgt genau das, was sie verursachen. Das ist nicht immer das, was sie beabsichtigen. Wir nennen es nur Erfolg, wenn Absicht und Ergebnis übereinstimmt. Aber Ursache und Wirkung stimmt immer überein. Das heißt, wenn ich einen Misserfolg hatte, dann habe ich das Falsche verursacht. Aus Versehen, durch meine Ausstrahlung, wie auch immer. Aber ich kann es ja korrigieren. Denken Sie nicht, erfolgreiche Menschen hätten keine Misserfolge. Im Gegenteil. Erfolgreiche haben viel mehr Misserfolge als Erfolglose. Denn der Erfolglose hört ja beim ersten Misserfolg auf und sagt, siehst du, hat nicht geklappt, ich habe es ja probiert. Und es ist auch keineswegs gesagt, dass der Erfolgreiche beim zweiten Versuch Erfolg hat. Aber eins ist sicher, dass der Erfolgreiche beim letzten Versuch Erfolg hat. Das heißt, ein Misserfolg ist immer nur ein Zwischenergebnis. Die Sache ist noch nicht beendet. Und damit ist es kein Misserfolg. Es ist nur ein Lernschritt. Das Leben sagt mit jedem Misserfolg, so geht es schon mal nicht. Wunderbar. Dann haben Sie diese Möglichkeit schon mal ausgeschieden. Sie wissen, so geht es nicht. Und es bleiben immer weniger Möglichkeiten übrig. Und irgendwann erwischen Sie die, die dann zum Erfolg führt. Und mit zunehmender Erfahrung erwischen Sie es immer öfter beim ersten Mal. Aber ganz gleich, ob Sie es beim ersten oder beim siebten oder beim 32. Mal erwischen, verursachen Sie, dass Sie jede Sache erst dann als abgeschlossen betrachten, wenn sie erfolgreich war. Und dann wissen Sie, ich weiß nicht, was gleich kommt und ich weiß nicht, was morgen kommt. Aber ich weiß, was am Ende kommt. Am Ende habe ich wieder mal Erfolg gehabt, wie immer. Gewöhnen Sie sich daran. Und Ihr Unterbewusstsein weiß dann schon, dass Sie vorher nicht aufgeben. Und ist dann auf einmal ein erstaunlich hilfreicher Partner, indem es Ihnen das Richtige einfallen lässt, damit Sie schneller zu Erfolg kommen. Und Sie kommen so wirklich immer schneller zu Erfolg. Und ich wiederhole es noch einmal, harte Arbeit ist keine Ursache für Erfolg. Das können Sie vergessen. Sondern Sie sollten wirklich nie mehr arbeiten und bezahlten Urlaub für immer nehmen. Gestatten Sie doch einfach dem Leben, Sie dafür fürstlich zu bezahlen, dass Sie das tun, was Ihnen am meisten Freude macht. Das Einzige, was Sie dafür tun müssen, ist, sich zu entscheiden, was Ihnen denn am meisten Freude macht. Und Sie müssen sich nicht fürs ganze Leben entscheiden. Wenn Ihnen die Freude keine Freude mehr macht, können Sie es wieder ändern. Aber Sie müssen sich entscheiden, was macht mir Freude? Und wir sind das nicht gewöhnt, diese Entscheidung zu treffen. Wir sind gewöhnt, zu schauen, was muss ich denn jetzt tun und was muss ich denn jetzt tun und nachher muss ich dann noch und dann kann ich. Ich muss erst, also bevor man irgendwas kann, muss man immer erst. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist nur eine schlechte Angewohnheit. Und das sollten wir ändern. Aber bestimmen Sie auch, was für Sie Erfolg ist. Für jeden ist nämlich Erfolg was anderes. Ich habe einen Freund, der weigert sich hartnäckig, erfolgreich zu sein. Ich nenne ja keinen Namen, ich schaue ihn nur durchdringend an. Das heißt, er hat 100.000 Ausreden. Das ist nicht mein Weg. Oder Erfolg ist nicht wichtig. Oder Erfolgreiche sind rücksichtslos. Oder was auch immer. Haben Sie noch ein paar solche Erfolgsverhinderer in Ihrem Bewusstsein? Nennen Sie mal ein paar. Fällt keinem was ein? Erfolgreich sein macht einsam. Erfolg bringt Neider. Erfolg bringt Neider. Vor allen Dingen diese raffinierte Doppelfalle, in die manche gehen. Erfolgreich wird man in dieser Welt nur durch Rücksichtslosigkeit. Ich bin ja rücksichtsvoll. Zack, sitze ich in der Falle. Also darf ich nie mehr Erfolg haben, weil sonst bin ich auch einer von diesen Rücksichtslosen. Ist vollkommen egal, wie viel Erfolg ja. Sie nehmen. Also prüfen Sie einmal, ob viel nehmen oder wenig oder gar nichts oder alles.
Ich habe mich entschieden, ich erwarte einfach in jedem Fall Erfolg, in jedem einzelnen Fall. Wenn ich mir schon die Mühe mache, irgendetwas anzufangen, dann soll das auch erfolgreich enden. Und das tut es dann auch. Das tut es immer und in jedem Fall. Denn das ist Ihre Entscheidung. Und deswegen sagen Sie nicht mehr, das sei nicht Ihr Weg. Erfolglosigkeit ist überhaupt kein Weg. Aber bestimmen Sie, was für Sie Erfolg ist. Für den einen ist es Geld. Für den anderen Anerkennung. Ein Dritter braucht Macht. Und so weiter. Sie bestimmen, was für Sie Erfolg ist. Und noch etwas. Sie haben so viel Erfolg, wie Sie verursachen. Nicht so viel, wie Sie gerne möchten. Oder wie Sie dringend brauchen. Sie haben so viel, wie Sie verursachen. Und Sie können jetzt in diesem Augenblick beginnen, sich dafür resonanzfähig zu machen. Stellen Sie mal Ihren Sender ein auf Erfolg. Machen Sie sich bewusst, Erfolg gehört zu mir, ist ein Teil meines Wesens. Wenn ich schon was mache, ja dann doch erfolgreich. Und ich habe die Wahl, also wähle ich den Erfolg. Und ich wähle, wenn ich das will, dass ich in jedem einzelnen Fall Erfolg habe. Und dazu gehört auch, dass ich mein Chancenbewusstsein entwickle. Dass ich erkenne, in jedem Augenblick bietet mir das Leben die Chance, vom Misserfolg zum Erfolg zu kommen. Ich muss es nur erkennen und nutzen. Also nutzen Sie die Chancen, die Ihnen das Leben ständig bietet. Und wenn Sie wollen, nutzen Sie dabei etwas, das mir sehr geholfen hat, die Macht der unwiderruflichen Entscheidung. Sich für etwas zu entscheiden, das ist unwiderruflich. Das ist so, so. Jetzt gibt es keinen anderen Weg. Und das Leben bietet Ihnen alle anderen Möglichkeiten an. Und Sie sagen, nur das. Und auf einmal wird der Arbeitsplatz von der Einkommensquelle über den Ort der beruflichen Entwicklung zum Raum für die persönliche Entfaltung. Und auf einmal ist Beruf nicht etwas, wovon man lebt, sondern etwas, wofür man lebt. Der Weg zu meiner individuellen Erfüllung. Das setzt voraus, dass die Tätigkeit wirklich ihre Berufung ist. Wie findet man das raus? Indem man dem inneren Ruf folgt. Indem man dem Weg der Freude geht. Machen wir es doch gerade mal mit Ihnen. Also, was würde Ihnen Freude machen zu tun? Denken Sie mal jetzt nicht in Beruf, sondern nur in Freude. Sie können sagen, ich würde gerne den ganzen Tag im Bett liegen oder angeln gehen. Oder also gar nicht im Beruf, nur Freude. Denken Sie mal, was sind so Ihre drei größten Freuden? Oder gleich für alle, machen Sie es doch heute, wenn Sie wollen, machen Sie eine Liste und finden Sie mindestens 30 Freuden. 50 wären besser. Ja? Alles, was Ihnen Freude macht. Sachertorte essen, oder im Whirlpool liegen. Es ist völlig gleich. Sie schreiben einfach alles auf und dann setzen Sie Prioritäten. Das macht mir am meisten Freude. Das ist meine zweitgrößte Freude, meine drittgrößte. Mehr brauchen Sie gar nicht. Und diese drei Freuden, die nehmen Sie und sagen, in welcher Tätigkeit könnte ich diese drei Freuden vereinen? Denn bevor Sie hierher gekommen sind, haben Sie Ihre Berufung gewählt. Aber Sie waren so klug, dafür zu sorgen, dass Ihnen das Freude macht, wozu Sie sich berufen haben. Und deswegen können Sie über die Freude herausfinden, was es ist. Und dann ist Ihre Tätigkeit eine immer neue Freude. Mir geht es so, dass ich natürlich jeden Tag Überstunden mache, das hat gar keine Bedeutung in meinem Leben, weil ich einfach so lange arbeite, bis ich müde bin. Oder tätig bin, arbeiten tue ich nicht in dem Sinne. Und dann bedauere ich, dass ich müde bin und freue mich schon, mache mir auch schon bewusst, das kann ich morgen machen. Und das freue ich mich schon drauf, wenn ich wieder ausgeschlafen bin. Und so früh wie möglich tauche ich wieder ein in die Freude. Dann
ist das ihre Berufung. Das sollten sie tun. Und dazu sollten sie einen Beruf wählen, der noch wenig verbreitet ist, werden sie Lebensarchitekt. Fangen sie an, ihr Leben wirklich zu gestalten, wie ein Kunstwerk. Arbeiten sie es aus. Bevor wir ein Ziel erreichen können, müssen wir zunächst einmal alles loslassen, was uns am Erreichen des Ziels hindert. Wenn ich in die Wirklichkeit kommen will, den muss ich ein Leben oder viele Inkarnationen darstellt, hier in ein paar Minuten in einer Meditation miteinander vollziehend erleben. Vollziehend erleben heißt, es ist die Schöpfungsgeschichte und wir gehen noch einmal von Anfang an durch, bis zu diesem Zeitpunkt und vollziehen jeden Schritt. Integrieren den in unser Sein und dann schauen wir mal, was geschieht mit ihm. Denn es ist die Transformation, von der wir gesprochen haben. Und Sie können sie in diesem Augenblick vollziehen. Am besten, Sie treten aus der Zeit aus, Sie gehen in die Nichtzeit, in die Zeitlosigkeit. Wenn Sie bereit sind, schließen Sie die Augen, gestatten Ihrem Körper vollkommen bewegungslos zu sein und vollziehen, was Sie hören. Am Anfang war das nichts. Es ist die einzige Wirklichkeit, die Quelle allen Seins. Ich bin ein untrennbarer Teil des Nichts. Erinnere mich daran, wie ich ruhe in der Zeitlosigkeit. Erinnere mich, wie es war, bevor etwas war. Ich erinnere mich, warum dieses Universum geschaffen wurde, warum das Spiel des Lebens erfunden wurde. Gott ist der aus diesem Nichts ins Sein getretene Schöpfergeist. Er ist wie das Nichts, allmächtig, allumfassend, alles. Als erstes schuf Gott die geistigen Welten und gestattete einem Teil von sich, in diesen geistigen Welten als reiner Geist in Erscheinung zu treten, nach seinem Ebenbild. Gott spiegelte sich im Sein. Diese geistigen Welten sind vollkommen. In der Vollkommenheit aber ist Freiheit nicht möglich. Denn Vollkommenheit schließt jede Wahl aus. Und Gott erkannte die Unvollkommenheit der Vollkommenheit. Und so schuf Gott die materielle Welt, das Universum, als Bühne für das Spiel des Lebens. Ein Spiel, in dem jeder Teil ständig wählen kann und muss. Damit dies möglich wurde, zog sich die Vollkommenheit in einer Involution in sich selbst zurück. Die scheinbare Unvollkommenheit war geboren, mit ihren grenzenlosen Möglichkeiten der Entfaltung. Und Gott erkannte die Vollkommenheit des Unvollkommenen.
der nun beginnenden Evolution erinnerte sich die Vollkommenheit allmählich wieder an sich selbst. Und Gott nannte den Zyklus von Involution und Evolution eine Ewigkeit. Und jeder Teil des einen hat jederzeit die freie Wahl, sobald seine individuelle Evolution die Vollkommenheit wieder erreicht hat, in die vollkommene geistige Welt zurückzukehren oder in einen neuen Zyklus von Involution und Evolution einzutreten. Und so begann die erste Evolution. Das Nichts, das als vollkommenes Sein in Erscheinung getreten war, erwachte als Stein. Ich erlebe mich noch einmal in dieser Situation als reines Sein in Zeitlosigkeit, eigenschaftslos, angewiesen auf die Umstände. Muss akzeptieren, was ist. Erlebe scheinbar ohnmächtig die Wirkung der Elemente, der Jahreszeiten und spüre in mir die unstillbare Sehnsucht nach schnellerer Entwicklung. Und mit dieser Sehnsucht erwache ich als Pflanze. Aber ich bin an einen Standort gebunden. Ich kann keinen Schritt tun. Sind die Umstände günstig, gibt es Sonne, Wasser, dann entwickle ich mich, blühe auf, je nach Wetterlage. Kommt kein Wasser, kein Licht, dann verdorre ich. Wenn ich nicht bekomme, was ich brauche, gehe ich ein. Und ich erlebe die Sehnsucht, mich bewegen zu können, meinen Standort zu verändern. Und mit dieser Sehnsucht erwache ich im Tierbewusstsein. Jetzt kann ich meinen Standort verändern, kann dorthin gehen, wo es besser ist für mich, aber immer nur im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Ich kann meine Nahrung suchen und auswählen, aber bleibe gebunden an die Gegebenheiten. Erlebe hier das Kämpfen, das Unterdrücken, das Gewinnen. Es geht um Macht, um Sex, um Haben-Wollen. Revierkonflikte sind auszutragen und zu bestehen. Und ich versuche, in meiner Umgebung zu dominieren. Es geht um Hierarchien. Und ich kann nur überleben, wenn ich einen anderen fresse. Und ich erlebe die Sehnsucht, nicht mehr siegen zu müssen, nicht mehr andere fressen zu müssen, um zu überleben. Erlebe die Sehnsucht, die Umstände frei bestimmen zu können, in denen ich lebe. Und durch diese Sehnsucht erwache ich als Mensch. Jetzt kann ich meine Lebensumstände frei bestimmen. Ich schaue noch einmal zurück auf die vielen Stationen meines Lebens als Mensch. Schaue zurück auf meine Zeit in Ägypten, Atlantis, Lemuria. Erlebe mich noch einmal als Ägypter, Atlanter. Erlebe mich als König, als Bettler, als Hausfrau und Kurtisane, als Krieger und Mönch. Erkenne, ich habe schon unzählige Rollen gespielt in diesem Spiel des Lebens. Jetzt
bin ich bereit für den Schritt vom Opfer zum Schöpfer und erkenne mich als Schöpfer aller Lebensumstände. Bin wieder der bewusste Schöpfer meines Schicksals. Und die Fülle ist mein geistiges Erbe, das ich jetzt antrete. Und ich nehme die Fülle in Besitz. Lasse diese Fülle im Außen in Erscheinung treten. Sehe, wie sich dadurch mein Leben verändert. Ich bin eine Quelle, durch die Fülle ins Außen fließt und dort als Gesundheit, Erkenntnis oder Bewusstsein in Erscheinung tritt. Nach diesem Blick zurück schaue ich einmal in die Zukunft. Schaue in einen Spiegel und erkenne das Bild meines wahren Seins. Erkenne wieder, wer ich wirklich bin. Erwache zu mir selbst. Nehme meinen Körper in Besitz als ich selbst. Schließe ihn an die eine Kraft und lasse Heilung ständig geschehen. Spüre, wie mein Körper immer heiler wird. Ich weiß, nur ein Heiler kann heilen. Und ich erkenne mich als heil. Ich schließe den Kreis und kehre zurück in die Vollkommenheit, in die Allmacht, in die Einheit. Erwache im Meisterbewusstsein und kehre als Meister an meinen Platz zurück. Erlebe, wie ich als Meister mit meinem Partner lebe, wie ich meine Arbeit tue als Meister, wie ich anderen begegne als Meister. Erlebe bewusst mein Leben als Meister. Erkenne und erfülle meine ganz besondere Aufgabe. Ich erkenne auch im anderen das eine Selbst, das ich bin, das als Persönlichkeit in Erscheinung tritt. Außen ist Persönlichkeit, Ego, Gemüt, Verstand und Rolle. Dahinter aber lebt Gott. Und ich erkenne mich selbst im anderen, in jedem anderen. Ich erkenne mich bewusst in allem und erlebe bewusst Erleuchtung. Alles ist eins, was es immer war und immer sein wird. Und ich erkenne bewusst die Wirklichkeit hinter dem Schein. Erlebe bewusst die drei letzten Schritte vor dem Nichts. Erlebe mich als reine Existenz im vollkommenen Dasein. Ich bin weder dies noch das, nicht einmal mehr alles. Ich bin mit nichts mehr identifiziert. Es gibt nur noch reines Dasein. Erlebe mich als reine, vollkommene Existenz, ohne jede Identifikation. Dann
erlebe ich mich als Bewusstsein. Nicht als bewusster Geist, nicht als etwas, sondern als reines Bewusstsein. Ich bin pure Bewusstheit. Es gibt da niemanden, der bewusst ist. Und das Bewusstsein ist auf nichts gerichtet. Es ist bewusstes Dasein. Und im letzten Schritt erlebe ich Glückseligkeit. Nicht Freude, nicht Glück, sondern einen Zustand vollkommener Glückseligkeit, ohne jede Spur vom Gegenteil. Diese Glückseligkeit hat die Tiefe der Trauer und die Höhe der Freude. Glückseligkeit umfasst alles und überschreitet es. Nachdem ich so alles erfahren habe, alles erreicht habe, was man erreichen kann, lasse ich alle Erfahrung los. Lasse das Ich los, lasse das Selbst los, lasse Gott los. Ich kehre nach Hause zurück. Aber da ist niemand, der zurückkehrt. Keiner, der je weg war. Nichts ist je wirklich geschehen. Ich bin wieder die einzige Wirklichkeit. Nichts. Und wenn ich bereit bin, kehre ich als Nichts zurück in die materielle Welt, zurück ins Spiel des Lebens. Kann jetzt das Spiel frohen Herzens genießen. Es braucht keine Aufgabe, keinen Weg und keine Schritte. Es braucht kein Ziel, denn ich bin das Ziel. Und bin so immer am Ziel. Und in diesem Bewusstsein tauche ich ein in diesen Augenblick. Und solange ich hier bin, gibt es nur diesen Augenblick. Ich kenne den Anfang und das Ziel. Und genieße jeden Augenblick. Wann immer ich bereit bin, öffne ich meine Augen und bin ganz da. Viele Lehrer zeigen einen Weg oder geben eine Philosophie mit auf den Weg. Ich möchte Ihnen zeigen, dass es keinen Weg gibt, weil es keinen Weg braucht. Es braucht keinen Weg, um der zu sein, der ich bin, und keine Schritte. Nur als ich selbst kann ich meinen Platz in der Schöpfung ausfüllen. Und da ich einmalig bin, kann nur ich diesen Platz optimal ausfüllen, aber eben nur als ich selbst. Das heißt auch und vor allem, so zu leben, dass ich mich in mir selbst wohlfühle und Achtung haben kann vor mir selbst. Das braucht keinen Weg, keinen Plan, kein System, keine Methode, keine Schritte. Und so möchte ich Ihnen nichts mit auf den Weg geben, den Sie nicht brauchen. Denn ein wirklicher Lehrer hat keine Lehre. Er erinnert Sie nur daran, dass Sie angekommen sind und schon immer am Ziel waren. Was gibt es dann noch zu lehren? So wie ein Vogel, der dahin fliegt,
keine Spur am Himmel hinterlässt, so hinterlässt die wahre Lehre keine Spur in der Erinnerung. Denn die letzte Wahrheit ist, dass es keinen Lehrer gibt, keine Lehre und keinen, der etwas lernen müsste. Eines möchte ich Ihnen doch mit auf den Weg geben, den es nicht gibt. Meine Liebe und meinen Segen und meinen Dank, dass Sie hier waren, dass wir ein Stück Weg miteinander geteilt haben. Und wer weiß, vielleicht irgendwann begegnen wir uns wieder. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Thank you.